ist ein Typ, ist authentisch, ist nicht dieser Schablonenmensch, den man vielleicht immer mal wieder sieht, sondern er steht für was, er ist anders und es gefällt mir, weil ich einfach sage, wenn man immer eine Schablone draufsetzen kann, dann ist man immer wieder austauschbar. Ich glaube, das wird schwer, Christian Streich zu ersetzen. Oder anders gesagt, es wird anders, aber natürlich ist es möglich, so wie es auch möglich sein wird. Wenn ich mal nicht mehr da bin, dann geht es weiter, aber es wird eben anders. Eine Riesenkarriere, toll, was er da in Freiburg geleistet hat. Und natürlich wird er fehlen mit seiner Art und Weise, aber er hat entschieden, dass er aufhört. Das hat er mit Sicherheit, so wie ich ihn kenne, mit 100% Klarheit auch entschieden. Und deswegen wünsche ich ihm den letzten zwei Spielen den gebührenden Abschied. Natürlich können wir morgen von Haus aus kein Gastgeschenk machen und die Punkte freiwillig dalassen. Wir werden uns wehren mit allem, was wir haben. Aber ich glaube, der Christian Streich erwartet es auch nicht anders. Das heißt, nach den Trainertagungen haben Sie ihn dann zum Bahnhof gefahren, sozusagen, Also, oder? mittlerweile fahre ich auch öfters mit dem Zug, weil es ein bisschen entspannter ist. Aber ab und zu war ich sein Chauffeur und dann hat er immer zweimal nachgefragt: Ja, fährst du mich wirklich denn? Das sei ja selbstverständlich, Christian. Ist mir eine Ehre, dein Chauffeur zu sein, ganz nach dem Motto: Harry, hol schon mal den Wagen.